in der letzten Episode. Okay, na gut, okay. Dann gibt's halt noch eine Limo. Topf leider immer noch nicht. Aber es sind ja noch ein paar Häuser übrig. Immer noch kein Topf. Aber wir haben ja noch ein paar Häuser. Windschatten. Oh, yes. I'll take it. Ja, natürlich. Oh, nice. So. Das heißt, wir haben jetzt einen Topf mehr als der Junge. Hm? Der hat ja seinen Topf leider verloren. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in Episode 11. Licht ist glatt nochmal auf. Gibt's heute Aurora oder was? Hm. Nicht sicher. Also es gab Ende der letzten Folge noch Schneefall und das hat sich jetzt zu dieser Folge dann komplett aufgelöst. Das war jetzt aber keine Pause dazwischen. Also ich habe ja einfach da, gewöhne mir ja an, Aufnahme starten und stoppen, sozusagen ins Pausemenü zu gehen. Aber hey, wollte sich wohl gerade ändern. Sehr schön. Dann gehen wir mal rauf zum Flugzeug. Wir haben alle Häuser durchsucht, die Wölfe geerntet und wir haben, yes, Topf und sogar eine Pfanne im selben Haus gefunden. Und noch viel cooler. Wir haben einen Kaban, yes. Nochmal repariert. Jetzt ist er wieder neu. Das ist cool. Ja. Also richtig gute Funde. Natürlich haufenweise zu essen. Wir haben uns auf Level 3 hochgekocht. Wir haben die Wölfe zerlegt, sind damit zur Kadaver zerlegen auf Level 3. Also es läuft wieder gut. Sagt sogar das Reh. Okay. Zum Wohl. Sag ich da nur mal, zum Wohl. Ja, apropos zum Wohl. Mir ist immer noch Karfreitag. Nächste Folge für mich auch noch. Uiuiui. Ich kämpfe mit der Verdauung. Oder die Verdauung kämpft mit mir wahrscheinlich eher. Ja. Du Schande. Was ist das hier? Fünf Kletten stehen hier. Ja, du zeichnest die ein. Ich gucke nirgendwo anders hin. Ach, da unten gibt es auch noch eine. Und ja, hinter dem Haus auch noch. Echt? Das ist an dem Haus dann, okay. Interesting. Ja, ich wollte doch Krampen basteln. Das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Das machen wir im Anglerlager, wenn wir da zurück sind. Außer wir finden jetzt irgendwie noch... Ich muss mal gucken, wie der Altmetallbestand ist, aber du brauchst ja 4. Und 2 Leder, das ist nicht wirklich das Problem ist, aber das Altmetall wahrscheinlich eher. Na, mal gucken. So, jetzt sind wir erstmal an dem Flugzeug-Ruck hier. Mal volle Kanne in den Berg ist. I'll take it. Ein dünner Wollpullover ohne Kampfhose, was? Oh, die Cargo-Hose haben wir schon an. Das ist dann weniger interessant. Naja, Seenotfacke. Und diesmal bist du nicht ausgestiegen. So, halt, die hinteren Abteile, liegt auch irgendwas. Achso, ja, die Fliegermütze, ja, natürlich. Hm. Okay, das ist nix und ja, komm. Hier haben wir noch eine Klappe. Aber die ist auch leer. Okay, jetzt lass uns erstmal wieder runterkommen. Ja. Die ist ja doch ein bisschen steiler hier. Ja, Temperatur ist fast kein Problem mehr. Ja, da ist die natürlich, ja, die macht außen schon Sinn. Die ist halt leichter. Klar, wir verlieren ein bisschen Winddichtigkeit, ein halbes Grad tatsächlich. Wir verlieren sogar ein paar Prozent Schutz. Wir gewinnen aber 3% Sprinten wieder zurück. Wir haben 4 beim Kaban verloren. Ein bisschen mehr Wasserschutz hat sie und wir haben halt deutlich mehr Wärmebonus. Ja, dann ziehen wir die auf jeden Fall außen an. Ja, das war's dann. Ganz einfach, die Cargohose bleibt drunter, weil die... Der Wärmebonus ist bei der Arbeitshose identisch. Achso, ja, die Mütze. Hm.
Was war denn jetzt wieder außen, wenn ich das wüsste? Schön. Oh. Wie sieht das aus, wenn du die andere anziehst? Dann ist sie drunter. Okay, alles klar. Hast du dann das Gefrorene direkt auf den Kopf? Ja, die müssen wir erstmal warm werden lassen. Auftauen. Nicht sicher, ob das wirklich Aurora ist. Da unten ist auf jeden Fall ein Bär unterwegs. Ah ne, das ist der Hirsch oder das Reh. Ah ja, ne, das ist ein Hagebutten. Hast du hier eine Klette gesehen, echt? Wo? Hier ist keine... Doch, ah doch. Ja, da war ja reichlich Kletten hier. Ja, in dem Haus waren wir schon. Da müssen wir nicht nochmal gucken. Haben wir jetzt noch eine bessere Hose. Also wenn ich Wärmebonus und Winddichtebonus mir aussuchen kann, dann gehe ich immer auf Wärmebonus. Weil Winddichtebonus bringt dir halt nichts, wenn kein Wind ist. Wenn es aber zu kalt ist. Da ist Winddichtebonus bei Sturm natürlich auch interessant. Aber das ist nur on top. Der Wärmebonus selber ist deutlich wichtiger, was das betrifft. Hallo. Ja, 3 Frames, mehr braucht man da nicht. Was ist da los? Macht der Rechner bitte was im Hintergrund? Naja, sowieso. Die, bei Fallout ist es jetzt so, da muss ich erst mal gucken. Und zwar spinnt bei mir ein bisschen der Windows Defender rum. Ich weiß nicht wieso, aus welchem Grund das so ist. Aber der hat manchmal die Eigenschaft, sich aufzuhängen. Also gar nicht mehr sozusagen in die Oberfläche zu gehen und du hast dann irgendwie Fehlermeldung oder eine Warnmeldung, nicht wirklich eine Fehlermeldung, aber eine Warnmeldung. Kannst aber nichts machen dabei. Ich weiß ja nicht, ob das Ding dann aktiv ist oder nicht. Du musst dann neu installieren und dann kannst du halt wieder reingucken. Und es hält halt auch immer nur so und so lange. Weil irgendwelche, es gibt halt diesen geschützten Ordner und wenn du da halt die Services, wenn du da halt irgendwas darauf zugreifen möchte und darauf aber nicht lange schnell genug reagierst, dann irgendwann hängt der. Keine Ahnung. Ich schätze, es hängt irgendwie damit zusammen. Okay. Ja, wir können auf jeden Fall noch lernen. Wir haben ja noch ein bisschen. Ja, mal gucken, wie weit wir es schaffen. Was ist das für Wetter? Achso. Es ist nur finster. Okay. Okay, ab ins Bett. Wie viel Platz haben wir? Nicht genug. So, ab ins Bett. Aussortieren machen wir am nächsten Tag. Jetzt heißt es erstmal schlafen. So, es ist schon wieder hell. Okay. Kleidung, warte mal, die müsste ja jetzt. Genau, die ist getaut. Die kommt auf 2 Grad. Drunter gewinnen wir nichts. Okay, alles klar. Da drüber. Okay, wir gewinnen 1 Grad Winddichte-Bonus. Und was? Hey. Und gewinnen 2% Schutz, okay? Das ist aber nur ein halbes, ist nur 50 Gramm schwerer. Es wäre dann schon die Sache, dass man sich überlegt, dass man das halt mitnimmt. Auch wenn die untere Mütze natürlich drüber ragt, weil das ja nur vorne drauf geklebt wird, die Mütze, aber so ist es halt. Gut, dann warte mal, dann ziehen wir trotzdem mal die andere an, weil die ist besser. So. Aber insgesamt hat sich der Kleiderbestand, na gut, jetzt durch den Kapan wurde es schwerer, durch die Kampfhose wurde es leichter, durch die Mütze wird es auch wieder schwerer, also ich sag mal plus minus hat sich es wahrscheinlich dann aufgehoben. Wie ist denn das eigentlich, warte mal, was haben wir noch gefunden? Nee, das Holzfäller, der dünne Wollpullover. Halt, Kleidung. Den müsste man eigentlich, ja, 20 und 8 Grad, nice. Genau, da hast du die richtige Mütze an, alles klar. Ich dachte nämlich, da war doch was. Da sind wir auf jeden Fall die Pullover mal los. Das ist schon mal super. Okay, dann haben wir da jede Menge Holz.
Genau, das Buch kann man dann irgendwann fertig lernen. Wie sieht's hier aus? Warte, das kommt oben rein. Ja, den Hammer brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht. Beste mal, geh mal hier hin. Wir lassen mal den Hammer da. Und auch die Säge. Das bringt dann schon ein bisschen was. Topf und Pfanne nehme ich natürlich trotzdem mit, alles, das ist klar. Futtertechnisch. Ja, wir werden uns jetzt in der nächsten Zeit von unserem gekochten Zeug natürlich ernähren, das ist klar. Ja, das ist dann erstmal so. Okay, gut, nice. Da ist ja nichts drin, genau, da haben wir noch eine blaue Kiste. Ja, dann, warte mal, dann sollte man jetzt erstmal futtern gehen. Also erstmal das Fleisch. Ja, genau. Also sollte man das Reh essen. Hä? Waren wir da links an dem Briefkasten noch nicht, echt? Anscheinend nicht. Gut. Dann sage ich mal danke für all diejenigen, die das in den Kommentaren geschrieben haben. Okay, lass uns mal zu den Häusern Richtung Ort der Trostlosigkeit gehen. Die haben wir ja ausgelassen, als wir hier reingekommen sind, aus Gewichts- und Richtungsgründen. Ich glaube, ich wäre das ganz hilfreich. Ja, überleg dir das mal. Guck mal, wie früh das ist. Wir haben vielleicht kurz nach 7. Ja, hier bin ich, Junge. Nur auf dem Rücken, echt. Das war dann nicht richtig. Hörst du ihn noch? Nee, das machen wir richtig. Naja, liegt er irgendwo auf dem Eis. Habe ich mich jetzt gut erschreckt, alter Schwede. 0 Grad. Okay, wie heißt jetzt der Wärmebonus? Ist immer noch gut. Okay. Ja. Vielleicht die Mütze hat auch nicht gelitten. Also es war jetzt eigentlich okay. Es war auch sehr, sehr kurz, der Kampf. Hä? Ach, jetzt aber die Schmerzen wieder. Okay. Deswegen, wenn du die drauf nimmst, hast du jetzt auch nur 4 Stunden kürzer, richtig? Egal, also die müssen erstmal wirken, genau. Er ist auch eine Mod, Improved Affliction oder so ähnlich heißt die. Also verbesserte Beeinträchtigungen. Keine Ahnung, wie man Afflictions. Achso, ich wollte gerade sagen, was liegt denn da? Es ist nur ein Stückchen Asphalt. Können wir auf der Straße lang? Ah, da liegt er. Sehr weit hat er es nicht geschafft. Ja, ich habe nach der letzten Aufnahmesession ja eine Mail an Hinterland geschrieben. Mal wieder. Auch natürlich, um ihnen schöne Ostern zu wünschen, das ist klar. Aber natürlich auch, um vor allem halt ein paar Sachen wieder durchzukommunizieren. Nur damit sie einfach auch sozusagen noch einen Zähler auf die Dinge haben. Das hilft ja vielleicht auch bei der, ja, bei der Einordnung. Also das Wichtigste war natürlich, ist natürlich klar, diese versinkenden Feuer. Wenn man Gebiete verlässt oder wenn man halt lädt und speichert, also speichert und lädt. Wenn du da halt was auf den Feuern drauf hast, dann versinken die halt. Ja? Das ist ein Hirsch, okay. Und ja. Hat ja beim Interloper dazu geführt, dass wir da einen Topf verloren haben. Die ist natürlich nicht so geil. Ich habe halt vorgeschlagen, dass man vielleicht, wenn sie das nicht hinbekommen mit den versinkenden Feuern, oder ich finde es generell. Wer ist da hinten? Keine Ahnung, welcher Wolf das ist. Generell fände ich es ja gut, wenn man... Hallo Bär. wenn man die Feuer auch auseinandernehmen könnte, wenn was drauf ist, dass das dann einfach sozusagen daneben liegt.
Aber generell, also ich fände es natürlich besser, wenn die Feuer gar nicht versinken würde. Das würde ja das Problem beheben. Genau. Dann generell auch das, das hatte ich ja gehabt mit der Madame in der 8. Staffel, als wir das erste Mal den Travois gebaut haben. Und wir sind da ja eine ganze Weile mit Lebensmitteln rumgerannt, die abgelaufen sind. So, X. X haben. Und, keine Federn hier, echt. Doch eine. Genau. Und ich habe da gar nicht dran gedacht, dass du halt, hallo, haben wir da nicht so ein spezielles Emblem uns gegeben, dass wir da ein bisschen schneller sind? Ja. Dass wenn du das halt dann natürlich umlädst in Container, dass die halt verschwinden. Also ich denke, dass man da generell was machen könnte. Weil es kann halt nicht sein, dass es einfach so verschwindet. Also es ist halt eine Spielmechanik. Und es soll ja eigentlich nicht sein, dass dein Durchgang immer von der Spielmechanik, wie soll man sagen, von der Spielmechanik, die im realen Leben ja nicht stattfindet, beeinträchtigt wird. Ich meine, beim Futter ist es jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem, es war auch im Schleicher, deswegen ist es noch weniger schlimm. Es wäre natürlich im Interloper noch dramatischer gewesen. Ich habe halt vorgeschlagen, dass man vielleicht generell... Ist der jetzt schon hier oder was? Müsste denn nicht eigentlich da irgendwo zu sehen sein? Na gut, müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass man da vielleicht einen Toggle dafür hat. Irgendwo in den Einstellungen einfach sagen kann, okay, ich möchte nicht... Das ist jetzt so ein Ding, wo wir nicht drüber kommen. Nur mit umständlichem Gehe natürlich. Es ist klar, erstmal hier rauf und dann kannst du auch. Halt. Es ist auch nur ein Haus hier, echt. Sehr krass. Mitten am Wasser. Ja, wir haben noch ein bisschen Temperatur. Und dass man das halt generell irgendwie in den Einstellungen einfach sagen kann, dass halt solche Lebensmittel gar nicht erst verschoben werden können. Wo habe ich dich jetzt wieder getroffen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich treffe das nicht wirklich. Jetzt bin ich mit dem Pfeil weg, der Penner. Jetzt habe ich schon wieder Blutverlust. Na gut, wir müssen die auch mal verwenden. Und vor allem das Schöne ist, noch mehr Schmerzen. Verdammte Axt. Ach, dreimal. Bitte was, du hast bei zwei Nitzenhaken dran? Wieso das denn? War das der, den wir jetzt genommen haben? Oder war das jetzt ein... Ich habe keine Ahnung. Hallo, wir haben einen Bogen. Ich drück die zwei, hallo. Achso, du hast die... Ah ja, okay, gut. Zeigst aber nicht an, wenn du... Also wenn ich nur die 2 drücke. Ja, also da passiert nichts. Ja, aber ich will das jetzt hier durchsuchen. Ich lasse mich jetzt von Wölfen hier nicht vor Hune piebeln. Gut, getroffen. Level 2 Revolver. Ich will jetzt hier durchsuchen. Nicht von irgendwelchen trappelnden Wölfen. Ah, danke für die Zeitung. Gut, haben wir noch ein Brecheisen. Okay, die Wölfe rennen wohl alle da hinten hin. Ist irgendwas Schwarzes. Ist das ein Wolf? Könnte fast sein. Jetzt ist natürlich das Problem, wo ist der Bär? Das macht mich jetzt so ein bisschen wuschig, dass der Bär hier nicht rum... nicht, dass ich nicht weiß, wo der Bär ist. Ich denke mal, dass das der Wolf ist, mit dem wir gerungen haben. Aber wo ist der andere hin? Na gut. Egal. Wir gehen mal ins Haus. Mal zum Aufwärmen.
sagt sie auch. Er läuft nicht hier lang. Also üblicherweise läuft er eigentlich auf der Straße um den Felsen herum. Und kommt dann, glaube ich, da drüben wieder rein oder so. Also zumindest war es früher so. Keine Ahnung, ob er diesen Weg noch geht. So, wie ist das hier? Hä? Ach, da, Tropfen Blut, okay. Ja, gut. Nagelneue Wanderstiefel. Können wir zwar nicht verwenden, aber das ist cool. Halt. Das Buch. Jetzt kommt wieder Wasser zusammen. Reichlich Wasser. Oh, mein Kreuz. Okay, alles klar. Hier sind wir fertig. Da liegt nichts da. Daunenweste. Ja, okay. Viel Öl ist nicht drin, aber hey. Für die Hütte reicht's. This stuff will come in handy. Oh ja, guck mal. Ist die besser? Die ist besser. Okay, dann nehmen wir die einfach an uns. Gut. Auf jeden Fall hat jemand hier Sweatshirts geliebt. Ja, ja, ich weiß, dass es natürlich wieder zu schwer wird. Das ist mir schon klar. So, da haben wir eine Sprühfarbe. I'll take it. Annehmbare Brühe. Haferflocken, sehr schön. Eine Skijacke. Bitte was, wir haben ja auch unten drunter keine Jacke an. Echt, warum haben wir keine Jacke an? Wieso haben wir generell Sachen ausgezogen? Es ist mir zu warm geworden. Bei der Temperatur, weißt du, wie warm das da wird? 19,8 Grad. 20,8 Grad, okay. Wir werden das aber gegen die Skijacke tauschen, weil die ist leichter. Bei selber Temperatur. Ist bald dann wieder reparieren. Kaffee. Das Regal ist leer. Okay. Schweinefleisch mit Bohnen. Pfirsichkuchen kann man da wieder machen. Halt. Nein, da lag eine Limo. Gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, fertig mit dem Haus. Aber noch nicht mit der Temperatur. Ja gut, das können wir hier unten kurz warten. So. Ja, komm. Dann essen wir einfach schon mal hier los. Wir haben die ja nicht, um sie nur rumzutragen. Das hilft ja auch beim Gewicht. Okay, dann war es das hier schon. Ich meine, wir können uns jetzt um die Wölfe kümmern. Weiß ich jetzt nicht. Klar, das Abruf oder was? Wahrscheinlich nicht. Ja, naja, so ist es halt hier. Ich glaube nicht, dass es aufklärt. Das ist wieder nur so ein Fake-Wetter. Wir werden jetzt einfach mal uns auf den Weg machen zur Quonset. Da gibt es ja eh einen Wolf da hinten. Den wir uns auseinandersetzen müssen. Genau, was habe ich noch geschrieben? Genau, hier gerade Küstenstraße spezifisch. Wir gehen vielleicht wieder zurück, weil das sieht mir fett nach Blizzard aus. Also speziell, wenn ich in die Richtung gucke, ist man nicht mehr sehr weit weg. Oben rennt ein Kaninchen. Wir bleiben hier. Mal gucken, wie lange, den ganzen Tag oder
Vielleicht nur ein paar Stunden. Noch ist es aber warm genug, Lustig. Ja, komm, wir gehen rein. Ich möchte mich das Buch fertig lernen. Damit wir das 0,86 Stunden, okay. So, hat sich in der Zeit was getan? Ja, der Wind hat sich gedreht. Das hilft uns zumindest mal ein bisschen beim Thema Warten. Okay. Das hat auf jeden Fall aufgeklärt. Sieht mir ja ganz so krass aus. Naja, wobei, wenn ich da drüben hingucke, schon. Okay, wir warten. Es wird wärmer. Jetzt ist es wieder. Jetzt ist es aufgeklärt, okay. Der Wind hat auch nachgelassen. Ja, jetzt sieht man auch da hinten das besser. Ich habe wirklich keinen Bock, mich um die Wölfe zu kümmern. Dann geht wieder von vorne los. Okay. Gut, also. Genau, wo wir in der Küstenstraße sind, die Steine halt, also diese Felsen, die man da halt sieht, die da immer nur auftauchen, wenn man relativ nah rankommt. Ja. Ich denke, das werden sie beheben beim nächsten Update. Ich habe halt natürlich gesagt, dass das Optimalste natürlich wäre, dass wenn man auf Maximum ist, dass man auch die Maximum-Grafikeinstellung hat und dass es nicht so aussieht wie... Das habe ich jetzt nicht geschrieben, aber... dass es nicht aussieht, als würdest du halt auf einer Switch spielen. Das wäre halt schon schön. Aber gut. Es ist... Wie es ist. Soll ich in der Küstenstraße einen Bunker... Dann gebe ich in jeder Region einen Bunker geben, aber ich wüsste jetzt nicht, wo man den hier sucht. Erfindet. Okay, also wir haben einen Hirsch und einen Wolf, okay. Es hört auf mit Schneien, es klart auf, gut. Wird es dann gleich sonnig. 12 Grad. Okay, so langsam kann ich ja verstehen, warum du Sachen ausziehst. Mach hin, der Bär kommt. Ich habe mich nicht gespoilert wegen der Bunker, wo die sind. Also ich müsste halt, das Einzige, was ich halt mal interessant fände, zu wissen, wo sie halt sind. Da muss ich mich mal schlau machen, aber ich möchte nicht wissen, wo die sind. Genau, dann halt das Thema Birkenwald im idyllischen Tal. Dass der halt aus der Entfernung nicht aussieht wie ein Birkenwald, sondern im Prinzip so wie diese Bäume halt ohne Äste im Prinzip. Ich habe es halt Zahnstocherwald genannt. Und dass es nur sich die Bäume ändern, wenn du rankommst, dass man da halt vielleicht noch ein Modell einführt für Birken, die halt aus der Ferne dann angezeigt werden. Ja gut, dann gab es halt bei Skeeters Abhang und ich weiß halt nicht, ob das jetzt nur dort spezifisch ist. Ich habe halt nur geschrieben, dass das halt dort ist. Ich kann mir aber vorstellen, da das Baummodell wahrscheinlich einfach nur wiederverwendet wird, dass halt da die Äste halt... ein bisschen merkwürdig wackeln. Jetzt geht er darüber. Das ist halt das Thema. Naja, eine Leiche. Eine Limo. Mal gucken wir mal, was der Bär macht in der Zeit. Okay, jetzt geht er nach links. Gut. Der Michael Jackson Bär. Ja, das sind zwei Wölfe, die da liegen, echt? Und das ist ein Hirsch. Was ist hier los? Ja, dann halt das Thema mit dem, wenn du halt an einem Kadaver halt rummachst, also du hast zum Beispiel ein Kilo eingestellt und du hörst halt auf, kurz bevor du halt fertig bist, dann hast halt nichts gewonnen. Weiß ich nicht. Also ich fände es schon besser, dass du dann halt schon auch was gewonnen hast. Klar, ich kann mir vorstellen, dass sie das halt nicht machen wollen, weil... Ja, sie sagen, man soll halt dieses Schreddern nicht mehr machen, dass du halt wirklich immer so mikroskopische Stückchen rausholst, damit du halt... Wie war das? Ich weiß nicht, beim Kochen, wo das stückweise gilt, dass du beim Kochen halt schneller levelst. Ich glaube, Kadaver auseinandernehmen gilt kiloweise. Kriegst du da die Erfahrung beim Fleisch?
da ist es egal. Aber ich glaube, beim Kochen ist es halt, dass du halt stückweise hochkochst. Und wenn du halt viele mikroskopische Stücke hast, dass du halt ratzfatz dich im Prinzip auf Level 5 hochkochen willst, also dem wollen sie wahrscheinlich aus dem Weg gehen. Ich würde ja einfach sagen, dass man halt das beim Kochen, das ist natürlich dann wieder... Ja, ich denke, das ist sowieso... Naja, wie ist das? Wenn du halt stückweise das machst, ist es natürlich einfacher, weil du einfach sagst, das, was du halt drauf hast, es wird einfach durchgegart und wenn das halt fertig ist, kriegst du einen Punkt. Wenn du das halt fleischweise, kiloweise dann wieder berechnest, dann müsstest du halt sagen, ja, okay, dann gilt halt beim Tee aber ein Tee und so weiter und beim, wenn du es halt im Topf garst, ja, weiß ich nicht. Es macht es natürlich komplizierter. Weiß nicht, also das, deswegen, dass man dann halt beim Kadaver dafür nichts, ja, nichts rausbekommt, wenn man das halt abbricht, wenn man, also gerade beim Fleisch, beim Fell, weiß ich jetzt nicht, ich hätte jetzt ungern 0,3 Fell, aber beim Darm, aber im Fleisch da zumindest, ja, würde es halt komplizierter machen, natürlich. Und dann, ja, die Aurora-Thematik, dass die Tiere ja spawnen und despawnen, wenn die Aurora einsetzt und wenn sie dann ausgeht, sozusagen. Finde ich jetzt auch nicht so gut. Da vorne ist ein Wolf. Zwei Wölfe. Also da muss ich halt fairerweise sagen, okay, gib mir mal einen Verband. Also da, das fände ich halt schon besser, wenn das halt ineinander übergeht. Das, naja, hast du gleich den Risiko eines Darmparasitenbefalls auch mit einem Verband geheilt. Dass das ineinander übergeht. Das hätte auch den Vorteil natürlich, das habe ich da jetzt ein bisschen schmackhaft gemacht, dass es auch Aurora-Elche gäbe. Das wäre natürlich dann auch ein besonders interessantes Phänomen. Ja. Ja, das war ein Punkt, das war jetzt wirklich nicht viel diesmal, aber ich wollte es halt, das Wichtigste, deswegen habe ich es jetzt einfach vorgezogen und nicht noch länger gewartet, dass das halt mit den Feuern halt angebracht wird. Nur für den Fall, dass ihr das nicht bekannt ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie einfach das zu beheben ist. Küstenort. Scheint so, als wäre der Bär oben nicht da. Was sagt eigentlich der Abend? Naja, ist nachmittags erst. Ja? Hä? Das bellende Gras. Aber diesmal mit dem Kopf hier, gell? Nur, dass es klar ist. Oh, die Zähne gehen zur Not auch. Junge, hast du es gehört? Ja, genau. Ich kann gerade nicht klicken. Ich konnte gerade nicht klicken. Ich kann nicht klicken, echt? Hier bitte was? Aber wir haben da noch ein... Jetzt geht's wieder. Das ging irgendwie eben nicht. Haben wir echt so viele Pfeile. Das ist ja der Hammer. Ach, weil du nur einen Pfeil hast. Ah, okay. Gleich einen neuen Punkt. Wenn du nur einen Pfeil hast, dann musst du den Bogen erst... Wie bitte was? Wie bitte was? Ja, wir haben jetzt... Echt? Wir haben keinen Pfeil mehr. Was ist hier passiert? Wo sind die ganzen Pfeile hin? Hatten wir nicht mal welche gebastelt? Ah, nee, das war im Interlober, stimmt. Wechsel das wieder. Das finde ich jetzt aber schon krass, dass hier schon wieder der ganze Ort mit Wölfen belagert ist. Also ganz ehrlich, da kann man nur eines machen. Kann man sich nur die Tür mal gegen den Kopf knallen. Das ist wirklich merkwürdig. Ja, das war's mit dem Bogen. Wir hatten auch nur einen Pfeil. Das heißt, wir müssen den einen Wolf noch suchen, ja. Das auch noch. Gut, dann müssen wir doch noch mal zu dem... Hausrinter, dass wir da mal nach dem Rechten schauen. Okay, warte mal. Kleidung kommt natürlich hier hin, das ist klar.
Okay, und Medizin, wie sieht's da aus? Wir sollten uns mal wieder Verband nehmen. Ja, das müssen wir auch mitnehmen. Okay. Ja, wir brauchen mehr Verbände. So, warte mal. Siehst erstmal die an und das Holz fliegt wieder raus. Kriege ich mal gar nicht mehr so viel rein. Machen wir da unten weiter. Kleinstes Problem. So, dann haben wir das Buch, was wir verbrennen. Schon wieder Wölfe aus zum Auseinandernehmen. Jetzt haben wir keinen Bogen mehr. Nicht gut, nicht gut. Ja, tatsächlich nicht gut. Ich habe nicht zufälligerweise Pfeile hier rausgelegt, ne? Okay, dann gibt es jetzt halt erstmal nur mit einem Revolver. Das heißt, nein. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass wir jetzt auch keine Bären mehr jagen, okay? Ich glaube aber, dass wir ein paar, wir müssten ein paar Birkenschösslinge im Anglerlager haben. Du schleichst jetzt echt nur noch weg. Die nächsten Tage werden wieder mühsam. Ja, da habt ihr jetzt wieder zu tun hier. Mist, müssen wir doch nochmal zu den Häusern rentern. Na gut, das ist natürlich günstig, dass die hier liegen. Das hilft uns tatsächlich auch bei der Pfeilbeschaffung dann wieder. Hervorragend. Ah, da kommt Nebel. Also mal gucken nochmal, ob es hier nochmal Federn gibt, aber das sieht nicht so aus. Ach, das wird jetzt gerade Nebel, okay. Und da ist doch der Bär aufgetaucht. Ah, da liegt ein Pfeil, Vorrat. Jetzt haben wir natürlich den Bogen abgelegt, das war natürlich gut. Ja, dann übernachten wir doch erst mal noch bei den Häusern da hinten. Also in dem einen Haus. Wo ist gerade der Bär hin? Achso, er ist vor dem Felsen, okay. Ich wollte gerade sagen. Ja, sieht man nicht so gut jetzt. So, du hast keinen Pfeil. Wahrscheinlich hoch, guckst du hin. Ja, das wäre auch schön, wenn man die Richtung bei... Also wenn der Charakter... Wer geht nach Hause? Wenn der Charakter die Richtung beibehalten würde, die er hatte, bevor man da ins Auto steigt oder Kadaver anguckt und so weiter. Das ist halt manchmal schon ein bisschen sehr verwirrend. Wir haben das ja beim Travois so gemacht, dass das... Also das ist der eine Wolf im Ort, okay. Wir haben das ja beim Travois so gemacht. Dass das nicht mehr ganz so verwirrend ist. Das ist mein Hirschenruhr, den hole ich mir irgendwann noch. Den werde ich natürlich jetzt nicht antatschen, der hat doch keinen Pfeil. Stock. Sie rennt wirklich so, als hätten wir irgendwie 40 Kilo auf dem Rücken. Das Gefühl, dass hier zwei... Das sind die da hinten von dem Hirsch, okay. Der geht tatsächlich nach Hause, okay. Und ich meine, guck, wir sind bei 10 Stunden fast Schlaf. Wir sind noch nicht mal überladen. Das heißt ja, wir haben jetzt immer gerade überladen. Das heißt, wir haben 29 Kilo. Weil sie Schmerzen hat. Ja, das kommt durch die Improved Afflictions. Hast du halt dann mit dabei. Die langen Schmerzen und
das Schleichen. Okay. Das heißt, die nächste Mission wäre, dass wir uns ein bisschen um das Thema Pfeile kümmern. Mit einem Pfeil wären wir nicht glücklich. Speziell nicht, wenn der Bär im Küstenort vorbeischauen sollte. Also das da vorne, der eine, diese Federviecher, die da kreisen. Ist das der eine Wolf, der da liegt? Ja, das müsste da sein, genau. Und wir suchen noch den anderen, der dann weggerannt ist, der den Pfeil hat. Das sind aber zwei. Okay. An zwei Stellen hier. Na gut, wir schauen uns das an. Mit dem einzigen, mit der einzigen Waffe, die wir haben. Das Gewehr haben wir auch noch nicht gefunden. Also wir haben hier einen. Genau, das ist der, den man von da drüben sieht. Das ist der mit dem Pfeil gewesen, okay. Gut. Ach, das ist ein Hirsch da drüben, okay. Es waren aber zwei Wölfe. Wobei, nach Quatsch, den einen haben wir ja mit dem Revolver angeschossen, klar. Das muss ja dann der mit dem Pfeil gewesen sein. Dann möchte ich hier noch zeichnen. Gut, ja, jetzt hast du natürlich den Wolf auch drin. Aber der Hirsch ist mir halt wichtig, dass wir das auf jeden Fall wissen, okay. Das würde ich dann auch gerne mal sehen. Ich glaube nämlich, dass das, dass das mal so drin war, dass wenn du da neu gezeichnet hast, dass das dann sozusagen korrigiert wurde. Das heißt, wenn dann ein Hirsch eingezeichnet war und du hast neu kartiert, dann wurde der entfernt und andersrum. Gut, dann haben wir jetzt wieder zwei Pfeile. Das ist natürlich jetzt auch nicht so wirklich berauschend. Das macht nur die Handhabung mit dem Bogen etwas besser. Ja, wir bleiben heute Nacht hier, das ist mir schon klar. Mit der guten werden wir nicht mehr sehr glücklich werden heute. Mal gucken, was am nächsten Tag los ist vom Wetter her. Ach ja. Jetzt will ich hier gerade schauen. Die Hütten am Wasser haben wir noch nicht gezeichnet. Das machen wir noch. Das. Uch. Ja, das fühlt sich fast so an wie bei mir jetzt mit diesen Pollen. Was ist los? Okay. Aber zumindest kartieren kannst du dabei, ja. Genau, hervorragend. Und ich habe das manchmal wirklich auch so, dass das wie so ein Film auf den Augen. Wie als hätte ich so eine Plastikfolie drauf. Okay, meine Gute. Wir warten trotzdem noch ein, zwei Stunden. So werden wir nicht sehr glücklich. So, ich will nochmal schauen. Gut, aber was wir machen, wir brauchen Stoff. Einerseits für Verbände und andererseits, weil wir natürlich auch reparieren. So. Gehen wir mal ins finstere Bett. Nur 1%, ja, da macht er natürlich noch lange mit, das ist klar. Wie viele Verbände haben wir denn? 4. Okay, machst du nochmal einen. Und, wir müssten eigentlich mal die Skijacke reparieren, aber der Reparaturumfang sind meiner Meinung nach 30%. Das warten wir also noch ein bisschen. Ich habe es aber schon mal angezogen. Dann vergesse ich das nämlich nicht. Die Kleidung sieht aber gut aus. Na ja, komm, wir warten noch ein bisschen. So. Okay, du hast Hunger. Das trifft sich gut, weil wir müssen noch ein bisschen Essen vernichten. Was wir nicht essen, sind natürlich jetzt die Pfirsichkuchen. Ja, iss mal so ein Eichelfladen. Der war ja teuer. Kein Effekt, okay.
Ja, ich würde den sonst nie machen. Also ich habe den nur mal testweise gemacht. Ich würde den sonst nicht machen, weil das lohnt sich nicht. Du hast hier 88. Das heißt, du hast 4 von denen verwendet. Das heißt, es sind 300. Na doch, doch, das lohnt sich schon. Weil du kriegst ja 2 für 550 raus. Und hier hast du 350 verwendet. Das lohnt sich schon tatsächlich. Aber die gehen halt kaputt. Die gehen halt, die Eicheln selber gehen halt nicht kaputt. Gut. Sei es wie es sei, jetzt wird gegessen. Okay. Ja, wir haben ja nur den Haferbrei. Ist halt auch relativ schwer, wenn du dir anguckst. 400 Kalorien, ja, das war dann schon mit Level 3. Den kriegst du jetzt gar nicht komplett rein, oder? Meine Gute, wenn du so essen würdest, wie ich jetzt momentan bei den Feiertagen, dann würdest du es aber schon noch reinkriegen müssen. Ja, so muss man das sagen. Gute Nacht. Und guten Morgen, ja. Okay, wir haben Blizzard. Das trifft sich gut, weil wir haben nichts zu tun. Okay, macht aber nichts. Wir finden auf jeden Fall noch was zu tun. Wir können zum Beispiel einen 1%-Pfeil zerlegen. Ist aber doch nur ein Pfeil. Ja, da müssen wir uns wirklich drum kümmern. Pfeillos ist das dann nicht wirklich geil. Und zur Not kann man hier nochmal durchgucken. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag mit diesem Blick. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.